Freunde und willkommen jetzt zu einem weiteren Pack-Opening von mir, den guten Zero. Und heute, Leute, werden wir den psychopathischen Meister der Telekinese aufsuchen. Ja, Leute, und zwar werden wir heute auch machen das gute Set Schicksalsschmiede mit dem brandneuesten Break-Pokémon. Das Set wird in Deutschland erst im ungefähr Mai erscheinen, meine ich. Und ich habe es jetzt hier schon auf Koreanisch für euch und ich hoffe, ihr freut euch des Todes drauf. Das neue Set, neue Breaks, neue Full-Ups, neue EXs, alles wird hier drin sein, Leute. Von da, Leute, würde ich sagen, wir legen los mit der psychopathischen Löffelkraft. Von da, Leute, würde ich sagen, lasst den Psycholord erwecken und ich würde sagen, let's go! Boom, Leute, da haben wir das gute Set. Und zwar Schicksalsschmiede, Awakening of the Psychic King. Und der Psychic King ist ganz klar nicht nur das Mega Simsala, sondern auch das Break Lugia, was hier ebenfalls drin sein wird, so wie es aussieht. Deswegen, ich bin irre gehypt einfach auf dieses Set. Ich freue mich des Todes drauf, es endlich aufzumachen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wenn ihr euch freut, dann könnt ihr einfach mal einen Daumen nach oben geben, Leute. Und vielleicht werde ich dann 1, 2 mehr von diesen Boxen hier aufmachen. Von diesen hammer-nicen Boxen, die wirklich erst im Mai rauskommen. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich das jetzt schon habe. Wir haben gerade mal April, Anfang April irgendwie. Voll krass. Und ich reiße es einfach kaputt hier, komm. Tun wir uns doch keinen Zwang an. Ja, guckt euch das an, wie viel hier wir haben, Leute. Das ist krass. Wie viele Booster wir einfach hier haben, ey. Oh mein Gott. Kann ich das Ding noch irgendwie hier hinstellen? Oder habe ich es zerstört? Ich glaube, ich habe es zerstört. Ich habe es eindeutig zerstört. Ja, ich habe es zerstört. Super Zero. Echt nice. Bam, Leute. 15 Booster werden wir heute von dieser Edition aufmachen. Von Schicksalsschmiede. Und ich bin irre gespannt, was für Karten es hier drin gibt. Ich habe mich nicht spoilern lassen von dem ganzen Set. Ich habe keine Ahnung, was uns hier drin erwarten wird. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich würde sagen, wir legen los mit dem allerersten Pack. Ob das Pack-Luck schon on point ist, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Set haltet, wenn ihr schon mal 1, 2 Karten gesehen habt. Oder wenn ihr hier das Video gesehen habt, dann könnt ihr auch eure Meinung hier reinschreiben zu dem Set. Deswegen, das könnt ihr einfach mal machen, Leute. Bam, wir legen die Karte hier nach hinten. Ich weiß nicht, welche Karten das jetzt, also wann jetzt hier die seltenen Karten kommen. Deswegen werde ich jetzt einfach noch keinen Kartentrick machen. Wir haben einen Jurob, ziemlich geile Karte. Ein Lavita, ein Spoink, ein Rotom, okay. Und unsere Reverse oder unsere Holokarte ist ein Aerodactyl. Das ist ja mal ein nices Artwork. Das gefällt mir. Guckt euch das mal an. Das Schild da wirklich auf so einer Stadt oben drauf. Mega nice. Auf so einem Wasserspeier ist das, oder? Sieht so aus. Und Rotum einfach mal als Karte. Das ist auch mega nice. Ich guck gerade. Aber wir haben hier, wie es aussieht, einmal 2 coole Karten. Ja, ich finde auf jeden Fall, wir haben ein cooles Pack gehabt mit der Aerodactyl und Rotom. Das kann auf jeden Fall so weitergehen, meiner Ansicht nach. Die Artworks gefallen mir sehr, obwohl sie ziemlich... Die sind wirklich in Comic-Art gehalten. Also gerade von dem Aerodactyl und Rotom, ey. Das ist ehrlich krass, aber ich sehe schon das nächste Artwork. Und das ist eher weniger im Comic-Stil gehalten. Und zwar haben wir einen Smogon. Das sieht wirklich 3D aus. Das sieht echt nice aus. Dann haben... Und zwar haben wir einen Rokara erstmal. Ich meine, dass dieses Pokémon wirklich eine Breakart hier drin hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall in einem Starterdeck mal gesehen, dass dieses Pokémon eine weiterentwickelte Form hier hat. Oh, ein Amoroso. Also wir haben die ganzen Fossilien-Pokémon hier in dem Set. Aerodactyl, Amoroso, ziemlich nice. Und unsere allererste Holokarte. Was ist das denn für eine geile Karte, bitte? Leute, unsere allererste Holo ist das gute Fennexis. Mega geiles Artwork auf jeden Fall. Die ganzen Flammen, die da um ihn rumtanzen. Mega cool, obwohl Fennexis könnte auch meiner Ansicht nach eher ein weibliches Pokémon sein, weil, let's be real, es hat eine Kleidern oder einen Rock oder was es da immer ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht es nicht sehr männlich aus. So, wir haben hier ein... Oh mein Gott. Wir haben ein Picochilla, wir haben ein Potrod, wir haben ein Spoink, wir haben ein Mutterappel. Wir haben ein Pokefänger, ist es, glaube ich. Und, oh mein Gott, wir haben ein Alter, ein Fennexis Break gibt's hier drin. Das muss ich haben. Das ist cool. Fennexis Break ist absolut awesome. Und ich merke gerade, hier oben ist so ein Riss, da kann man sogar reißen, wenn man ganz doof ist und die Karten nicht aufbekommt. Von daher, Zero, warum machst du es nicht? Ich weiß es nicht. Warum ich es nicht tue. Ich bin einfach doof. Wir haben hier ein Ammonit-Fossil, wir haben ein Picochilla, wir haben ein Pomelo, wir haben... Oh mein Gott! Zygarde 10% gibt's hier drin? Das ist nice. Alter, Leute, Zygarde 10%. Und wir haben noch eine Trainerkarte. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie eine geile Handtasche. Die Handtasche muss leben, Leute. Und Alter, die ganzen Trainerkarten spoilern mich zu sehr. Aber Zygarde 10%, das packe ich mal hier auch hin. Weil, Alter, Leute, wenn wir hier alle Zygarde-Formen bekommen, das wäre ultra nice. Weil ich würde ganz gern alle Zygarde-Formen sehen. So, die Trainerkarte, die sieht so von hinten aus. Die werde ich jetzt mal weglegen, weil ich glaube, die spoilert so ein bisschen. Von daher haben wir einen Finks mit einem Divi hier. Das gab es ja auch schon im letzten Set, dass die beiden einmal rumgechollt sind oder durch Portale gegangen sind. Finde ich cool, dass die Story hier weitergeführt wird. Ein Europe und... Ah, was? Altaria? Leute, hier ist Altaria ist Geistesbond. Das gibt's doch nicht. Und dann haben wir noch ein Amoroso. Alter, es gibt hier echt nice Karten drin. Das wusste ich gar nicht. Deswegen finde ich auch das wichtig, sage ich mal, dass ich mich nicht spoilern lasse bei dem Set. Wir haben einen Rutena auf jeden Fall, was ultra geil aussieht, ey. Es passt auf jeden Fall zu den Fennexis da hinten am Rücken. Ein Smogmog. Ein Picochilla nochmal. Was ist das denn? Eine Pokémon-Bohrmaschine oder irgendwas? Das sieht so aus, als ob man das ins Ohr stecken kann und sich da das Ohr mit reinigen kann oder sowas. Sehr merkwürdig. Und ein Rotom nochmal. Okay, und ich merke gerade, ich habe hier Müllregen. Aber Leute, ich glaube, wir müssen mal ein Special Pack hier raushauen. Und zwar werden wir jetzt das psychopathische Psychic King Pack aufmachen. Dazu nehmen wir einfach unser Löffelmonokel und unseren Löffel in die Hand. Damit werden wir dieses Pack jetzt... Bing! Das war nicht geplant. Und so werden wir jetzt das gute Pack aufmachen, meine Freunde. Ich sehe zwar nur die Hälfte, aber der Scouter, der ist gerade in der Bearbeitung. Deswegen muss ich jetzt diesen Löffel-Scouter nehmen. Ja, der ist gerade in der Werkstatt, deswegen, da ist mir jemand reingefahren in den Scouter, Leute. Deswegen, da muss man auch mal hier so ein paar Alternativen ausprobieren einfach. So, die Trainerkarte kommt wieder nach hinten. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja Marilyn Monroes einfach. Ne, Picochilla hat sich einfach fein rausgeputzt. Ja, ultra geiles Pokémon. Riolo gibt's hier drinne. Dann gibt es hier eine Rutena noch. Dann... Alter! Der Löffel ist drinne, Leute. Das kann was heißen, wenn der Löffel drin ist. Dann ziehen wir ihn auf, den Löffelkönig. Simsala. Alter, wie geil war das denn, Leute? Das war ein fucking Zeichen. Oh mein Gott, Leute. Wir ziehen wirklich im Löffelpack den Psychic King. Sala! Und was für eine geile Karte das ist, Leute, ey. Alter, sieht das nice aus, ey. Ihr macht hier wirklich so eine Special-Aura. Feuert sie durch seine zwei Löffel ab und sagt, jetzt könnt ihr die Suppe auslöffeln. Aber Leute, wir haben noch genug andere Packs, die wir natürlich öffnen werden. Von daher legen wir weiter los hier. Ob wir nochmal so viel Glück haben werden. Wir haben auf jeden Fall schon coole Karten. Wir haben eine Holo, wir haben eine EX und natürlich die 10% Form von Zygarde, wo ich mir auf jeden Fall noch mehr erhoffe. Wir haben ein Bronze, wir haben ein... Alter, ein Gronk-Groink. Was einfach richtig abdanced da. Die ganzen Leute haben ihre Löffel zur Hand genommen. Sollten wir vielleicht auch machen. Dann vielleicht bringt das wieder Glück hier. Und dann kann ich keine Karten aufmachen, Leute. Das geht nicht. Dann haben wir hier Krawums im Hintergrund, die ordentlich für Lärm sorgen. Dann haben wir ein Bourmet. Dann haben wir ein Simsala Geistesbond. Und ein Serpiroyal. Oh mein Gott, ist aber keine Holo. Wundert mich, dass es keine Holo ist. Das ist krass. Serpiroyal und Non-Holo. Sehr nice. So, nächstes Pack. Nächstes Stück. Glück, Leute. Bam. Trainerkarte nach hinten. Wir haben hier ein Relaxo. Wir haben hier ein Kabuto. Potrod. Ein Bronzong. Und unsere allererste Break, Leute. Und zwar ist das Ammonitas. Break. Was ist das denn, Leute? Wir haben ja wirklich das Packlack heute wieder in Gepäck, wie wir die Löffel dabei haben. Ich habe auf jeden Fall genug dabei. Und, Alter, das sieht ja mal mega nice aus, das Ammonitas, ey. Richtig geile Karte, die ganzen Elektro- Bündel, die er hier abfeuert, ultra krass. Packen auf jeden Fall auch ebenfalls hier erstmal in die Mitte rein als unsere besonderste Karte gerade. Ich finde das echt hammer nice, was dieses Artwork. Gerade die ganzen Pokémon, wie im letzten Set Stratika und sowas, die profitieren einfach durch solche Break-Karten. Das sticht nochmal diese ganzen alten Pokémon hervor, die einfach keine Mega-Entwicklung oder sonstiges haben. Ich finde, da haben sie sich im TCG eigentlich gut geeinigt, finde ich, mit diesen Breaks. Aber Leute, es gibt noch geilere Breaks, wie Lugia oder sonstiges. Oder Fennexis haben wir auch gesehen auf der Trainerkarte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir hier sowas sehen werden. Wir haben einen Bombi. Dann haben wir wieder ein Ammonit-Fossil, ein Lavita. Was ist das denn für ein Baukasten? Sieht aus wie so ein Fossil-Baukasten auf jeden Fall für kleine Kinder. Und ein Mutterappel. Oder Mutterappel, ich weiß nicht ganz genau, wie man das ausspricht, aber ich meine, das heißt Mutterappel. Oder Mutterappel. Egal, wir legen hier weiter los. Energiekarte nach hinten oder Trainerkarte. Dann haben wir wieder ein Bourmet. Dann, Alter, von den Pokémon kann ich mir nie den Namen merken, Leute. Das ist irgendwas, fängt irgendwas mit B an. B, irgendwas. Es ist auf jeden Fall aus der 6. Gen, das weiß ich, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Da tut es mir leid einfach. Da ist es. Oh, Jugong, das hatten wir noch gar nicht, Alter. Das ist ja mal ein nice Artwork. Das sieht wirklich so richtig... Jugong chillt einfach im Wasser, als ob nichts da unten wäre. Einfach im Ozean runter chillen. Was gibt es Schöneres? Und wir haben unsere nächste... Alter, das ist sicher. Jetzt ist das mal ein mega geiles Artwork. Und so haben wir unsere nächste Holo gezogen, Leute. Und zwar Lucario! Der Psychic King ist mal wieder am Start da vorne und er verfolgt ihn, wie es aussieht. Das kann schon mal drauf schließen, dass das nächste Set vielleicht mit Mega Lucario und Lucario Break funktioniert. Weil, ja, vielleicht muss er ja den Psychic King zurückschlagen und muss seine Armada des Bösen besiegen, Leute. Wir haben jetzt noch 4 Packs, Leute. Alter, das ist echt ein heftig krasses Opening. Aber ist auch ein ganzes Display. Ne, doch, ein halbes Display. So ein halbes japanisches Display, Leute. Da können schon mal ein paar Karten drin sein, ey. Deswegen, da muss man sich einfach nicht wundern, sage ich mal. Bourmet Dame haben wir hier, da haben wir wieder Fennex. Dann haben wir hier Parallelstadt mal wieder. Wieder eine Parallelkarte. Ultra nice hier mit der schwarzen Stadt, glaube ich, und mit der weißen Stadt. Oder was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll. Sieht auf jeden Fall ultra nice aus. So mit dem Gezeitenstrang da, wo diese beiden Sachen einfach aufeinanderfallen. Mega cool. Und dann haben wir ein Südomega. Ultra witzig. Und oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt hier die Trainerkarte noch. Und seht ihr diesen Pikachu-Kopf? Jemand hat Pikachu geköpft. Jemand muss dafür bezahlen. Und ich nicht. Ich nicht, Leute. Ich nicht. Ich werde jetzt hier die letzten Packs von dieser Edition aufmachen. Hier kann von mir aus gar nichts mehr drin sein. Ich bin rundum zufrieden einfach mit unserer Ausbeute. Wir haben wieder ein Bourmet Dame, ein Smogon, ein Lavita, ein Krawums mal. Was ist das denn für ein Artwork? Der crasht hier einfach mal richtig rum. Dort aber der Big Boss wäre und ein Kabutops. Was sind das für Pokémon, Alter? Mega krass. Die gefallen mir echt heftig, ey. Kabutops, der hier einfach reingesteppt kommt mit seinen 2 Segeln des Todes. Und natürlich Krawums, der einfach sagt, BAM, wer ist der Boss? Mega geiles Pokémon. Oder zumindest mega geile Pokémon. So, vorletztes Pack, Leute. Es geht aufs Finale zu. Können wir noch einmal Glück haben? Potrod. Dann haben wir ein Monozyto. Dann haben wir hier ein Domfrost, hier müsste es, glaube ich, sein. Dann haben wir Team Rocket am Start hier mit ihrem Netz. Und Despota. Holo sogar. Oh mein Gott. Das ist ja mal richtig geil. Und ich dachte schon, unser Pack-Luck ist zu Ende. Und dann ziehen wir wirklich noch eine Holo. Und zwar eine Rocket-Holo. Despota Holo, Leute. Was eine geile Karte, ey. Und wir haben noch ein Pack über, Leute. Ob der Psychic Lord uns nochmal Glück bringen kann? Das wäre einfach zu unverschämt, wenn wir jetzt hier nochmal was ziehen würden, Leute. Das wäre einfach zu krass, meiner Ansicht nach. So, wir packen die Karte nach hinten. Bet nochmal zu Arzeus im Himmel. Pummeluft, das hatten wir auch noch nicht. Das ist ja mal richtig nice. Mit Spoink und, wie heißt das hier? Serpiroyal. Mega cool. Ein Lavados. Ich wollte schon Ho-Oh sagen. Ein Lavados. Nochmal einen legendären Vogel hier. Zum Abschluss. Und unsere allerletzte Karte ist ein N, der einfach nur da liegt und chillt. Und genau das, meine Freunde, werden wir jetzt ebenfalls machen. Wir haben jetzt das ganze Ding aufgemacht und unsere Ausbeute, Leute, ist wirklich krass. Ihr seht es, wir haben eigentlich... Ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich eine Ausbeute. Aber ich fand die Karte halt cool. Wir haben 3 Holo-Karten, eine EX, eine Break. Leute, das ist einfach krass. Das war wirklich krass. Und da, Leute, war's das für heute mit dem Opening. Seht schon, ich muss mal wieder zum Friseur, meine Haare stehen überall ab. Von daher, Leute, war's das für das heutige Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben. Und ihr wisst ja, desto mehr Daumen, desto schneller kommt auch der zweite Part. Und ja, ich würde sagen, das von meinem heutigen Opening, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, see you up time. Over and out.